Das Schiff unter euren Füßen ist kein Spielzeug. Und Segeln ist kein Spiel. Warum fahren wir dann erst da raus? Weil es den Charakter stärkt, Mr. Preston. Davon hast du leider erschreckend wenig mitbekommen. Sie kamen aus den verschiedensten Gegenden. Und diese Ocean Academy wird nicht als regulärer Abschluss anerkannt. Es wird schon alles gut. Jeder hatte einen anderen Grund für die Fahrt. Ich will wieder so sein, wie ich war, als wir losgefahren sind. Hier! Ich war niemand. Aber es gab nur eine Möglichkeit. Wir klettern zusammen. Ich kann nicht. Du kannst! Ja! Auf seinem Schiff zu überleben. Also nehme ich die Jungs hart ran, genau wie ihr. Und so wird daraus ein Team. Sie mussten ein Team werden. Einer für alle, alle für einen. Denn die Reise, die er mit ihnen machte... Was sie jetzt wohl machen? Einen kühnen Sprung in die Welt der Erwachsenen. ...war nicht in Meilen zu messen. Zieht ihn raus! Sie glaubten, die größte Herausforderung ihres Lebens überstanden zu haben. Wir hatten an Wetter alles, was man sich vorstellen kann. Außer einer weißen Böe. Aber es war nur... Weiße Böen sind Phänomene, die nur in der Fantasie existieren. Die Ruhe... Was mit meinem Schiff passiert ist, habe ich nicht fantasiert. ...vor dem Sturm. Festhalten! Ah! White Squall. Ein Film über Zusammenhalt. Einer für alle? Alle für einen. Entdeckungen. Wir sind eine Mannschaft, darum geht's doch bei der ganzen Sache. Und nein! Sie können uns doch jetzt nicht im Stich lassen! Captain, das sind doch alles noch Kinder. Wir haben auf Sie gehört, Ihnen geglaubt, was Sie gesagt haben. Auf meinem Schiff waren Sie keine Kinder, Sir. Und wir sind alle noch hier. Jeff Bridges in einem Ridley Scott-Film. White Squall. Nach einer wahren Geschichte.